Je genauer du deine Zukunft planst, desto stärker trifft dich der Zufall. Und das ist ein sehr interessantes Zitat, das ich letztens mal gelesen habe. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wo und von wem, aber es stimmt. Denn je genauer wir uns ein Bild von unserer Zukunft machen, uns vorstellen, wie die Zukunft sein wird, desto eher trifft sie nicht ein, weil wir sie schon quasi in Stein gemeißelt haben. Und da man die Zukunft sowieso nicht voraussehen kann, dass da es nur das Hier und Jetzt gibt, da alles zusammenhängt und alles miteinander verknüpft ist und es deswegen so viele verschiedene Varianten der Zukunft gibt, unendlich viele, kann man das überhaupt nicht. Man kann die Zukunft nicht wirklich planen. Man kann versuchen, eine gewisse Richtung einzuschlagen, aber so wie die meisten Menschen ihre Zukunft planen wollen, ist es überhaupt nicht möglich. Und man entwickelt dann, wenn man seine Zukunft plant, eine Erwartung im Kopf und die wird dann meistens oder so gut wie immer enttäuscht, weil der Zufall einen dann so stark trifft, indem er Menschen aus dem Leben reißt, die eine schwere Krankheit beschert und plötzlich ist alles über den Haufen geworfen. Wenn man dagegen offen ist für das Hier und Jetzt, offen ist für die Zukunft, wie immer sie auch sich entfalten sollte, dann wird man nicht so umgehauen von den Dingen im Leben, sondern nimmt sie so, wie sie sind und tut sie quasi ins Herz schließen und damit weiterarbeiten oder weiterleben. Also, tolles Zitat, je stärker du deine Zukunft planst, je sorgfältiger du deine Zukunft planst, desto stärker trifft dich der Zufall. Bis zum nächsten Video. Killesbergturm. Ciao.